Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feuerlein kocht wertvoll aus dem Kochstudio Fränkel in Friedrichshafen. Heute mit Gerlinde und Carlo Fada aus Ravensburg und zwar von der Schokoladenmanufaktur. Ja. Genau. Aber euer Hauptthema ist eigentlich Eis. Also ja. Warum heißt es Schokoladenmanufaktur? Tja. Weil ihr auch Schokolade macht. Richtig, natürlich. Ja. Im Winter Schokolade und im Sommer haben wir uns spezialisiert. Wir sind eigentlich Profi, Eisprofi und haben uns spezialisiert im Winter auf Schokolade. Weil wir einfach finden, das Thema Schokolade und Eis passt perfekt zusammen. Ja. Und die Eismacher haben alle ihr Problem. Im Sommer schlechtes Wetter, im Winter sitzt zu Hause, hast nichts zu tun. Da ihr gutes Eis macht, so habt ihr keine so Gewinnspanne, dass es euch über den Sommer reicht. Sozusagen, ja, genau. Und Carlo kommt ja aus Sardinien, oder? Aus einer echten Sarde. Ja. Und darum habe ich mir überlegt, was wir für euch heute nicht zubereiten können. Ja. Und du hast vorher schon an die Tafel geschrieben, Fregola Sarda ist eine sardische Spezialität. Ja. Ich werde gleich noch erklären, um was es da genau geht. Und i nostri gelati, natürlich eure Eissorte, eure Eiskreationen. Ja. Genau. Und du wirst uns nachher auch noch einen schönen Eiscocktail machen. Genau. Ja. So viel zum Programm. Ja. Ja. Jetzt erkläre ich kurz, was es mit dem Fregola Sarda auf sich hat. Ja. Also es gibt ja die Fregola, gibt es eigentlich auch als Nudelsorte. Das sind so kleine Nudelperlen. Mhm. Und der Fregola Sarda ist eine sardische Spezialität. Man sieht es auch, die sind nicht hell, sondern die werden nachdem sie aus Nudelteig Perlen gemacht haben, werden die dann noch geröstet. Und darum sind die einfach ein bisschen dunkler und haben natürlich dieses Röstaroma. Und kann vielseitig verarbeitet werden, größtenteils oder oftmals wird es in Eintöpfen auch verarbeitet. Genau, ja, verschiedene Variationen. Und man kann es kochen wie Nudeln und dann hinterher auch einen Nudelsalat draus machen zum Beispiel. Genau. Oder wie es wir heute machen, wir machen das wie ein Risotto. Ja, genau. Risotto. Ja. Dazu müssen wir jetzt nochmal anfangen. Genau. Ihr dürft schon mal die Zwiebel hier in solche Segmente schneiden. Okay. Weil Sardinien ist auch ein bisschen robuster. Rustikal, genau. Und darum machen wir auch die Sachen ein bisschen rustikaler. Das werde ich jetzt nicht nehmen, weil das ist weg. Nicht. Die Gerlinde schneiden wir schon mal. Genau. Und der Carlo kann uns ja schon mal einen tollen Eiscocktail machen. Genau. Oder? Ja. Da habe ich Seife und hier hast ein frisches Handtuch. Und dann bin ich gespannt, weil er hat nicht verraten, was er macht. Also können wir gespannt sein schon mal auf das erste Highlight. Ja, genau. Und wir kümmern uns um den Fregola. Schon mal anmachen hier. Und ich habe da noch ein paar Garnelen noch, die wir dann später noch dazu machen können, wenn es uns von der Zeit reicht. Ein paar wilde Garnelen, sogenannte Rotgarnelen. Also die sind roh, die sind nicht gekocht, sondern die sind von Haus aus so. Gut. Und dann schwitzen wir die Zwiebel an, oder? Wahrscheinlich. Ja, wir machen das ein bisschen auf Acht, lassen es ein bisschen warm werden und dann legen wir los. Aber ist es nicht so, dass jetzt eben, sagen wir, bei den Italienern eigentlich doch die Männer das Sagen haben beim Eismachen? Oder wie läuft es bei euch? Ja, nee, bei uns läuft es umgekehrt. Also das Sagen haben wir beide eigentlich, aber mir macht es eben einfach Spaß. Auf, ich bin eigentlich die Eisfrau in dem Sinn. Wird dann auch mal ein bisschen schief angeschaut von diesen italienischen Eismachern. Weil es heißt, wie eine Deutsche, die kann doch kein Eis machen, wie geht sowas? Aber das geht eigentlich nicht darum, du brauchst eigentlich nur Kreativität. Du brauchst die Lust. Mach das nur dazu. Du brauchst die Lust, die Kreativität, die Lust. Aber das Eismachen hast du von Carlo gelernt? Ja, natürlich. Carlo ist Eismacher. Carlo macht das seit über 20 Jahren, hat es auch gelernt. Von Grund auf, von der Pike auf. Und Fenchel noch kurz schneiden, einfach so einmal in die Mitte durch. So. Und dann auch ein bisschen gröbere Stücke. Okay. Carlo hat es mir gezeigt. Und mich hat es interessiert. Ich bin der kreative Teil, ganz genau. Genau. Und bei der Schokolade, das macht der Carlo. Das ist sein Bereich, das interessiert ihn eher, das macht er gern. Ja, das sehen wir ja nachher noch, weil ihr habt ja eure Eissorten natürlich mitgebracht. Dabei. Ja. Carlo macht jetzt gerade was. Was hat er da für ein Limette-Minze-Cocktail. Den kennen die Ravensburger schon. Mit eurem Sorbet? Oh ja, genau. Ganz einfach gemacht eigentlich. Du tust ein paar Kugeln Eis rein. Aha. Carlo gibt da gern das Rezept auch weiter. Und dann wird es aufgefüllt mit Prosecco oder auch mit Sekt. Aha, man kann es auch mit Champagner machen. Könnt es auch alkoholfrei machen, oder? Ja, richtig. Wir haben auch alkoholfreie Sekte bei uns. Priseki nennt sich das dann. Aha. Und da kann man dann natürlich auch. Oh, das ging jetzt aber schnell. Ja, das geht schnell. Super. Ja, so, also, dann mache ich hier ein bisschen von meinem altbewährten Gewürz rein. Die meisten werden es schon kennen. Gut.
Fenchel und Koriander. Aber das ist in dem Fall natürlich Fenchel. Fenchel, sehr, sehr gut auch. Ja. Schön wäre es, man hätte wilden Fenchel. Wilden Fenchel, ja. Das wäre natürlich noch perfekter. Ja. Das aber das haben wir jetzt nicht. Ja, das machen wir alles rein. Also machen wir einen schönen gemüsigen. Ja. Und dann haben wir eben noch eine sardische Spezialität auch dabei. Und zwar den Botarga. Botarga. Ja. Botarga ist eigentlich im Wesentlichen ein Fischrogen, ja, auf Sardinien von der Meeresche original. Und in Sizilien und anderorts wird er gern vom Thunfisch gemacht. Ja. Hat natürlich den Vorteil, dass der Thunfischrogen auch viel größer ist. Ich werde es nachher noch zeigen. Und dieser Fischrogen wird eingesalzen, wird gepresst und dann getrocknet. Ja. Und dann ganz zum Schluss einfach als Würzmittel als quasi drüber. Genau. Drunter gemischt, ja. Und das passt wunderbar zusammen mit der Frigola, mit diesem leicht gerösteten Aromen. Und natürlich haben wir einen tollen Wein dazu. Ja. Ja, also auch einen sardischen Wein, einen Fermentino. Ja. Und Fermentino ist ja eigentlich, der Carlo wird es wissen, eigentlich eine ja, also keine hochwertigste Sorte, ist so der Wein in Sardinien. Genau. Eine Masse Wein. Masse Wein, genau. Masse wie viele Weine auch. Ja. Aber da gibt es natürlich auch Produzenten, die das nicht auf Masse machen, sondern auf Geschmack und auf Qualität. Geschmack. Und so einen haben wir natürlich jetzt dabei. Du kannst mir den Wein gerade mal rausgeben. Wir nehmen ein kleines bisschen dazu, dann, um unseren Fregola abzulöschen, ist ganz klar. Ja. Noch nicht, stell es gerade mal nebenhin. Und ja, Cocktail ist fertig, lass mal nicht warm werden. Nein. Sieht ja schon mal gut aus. Jo. So schnell haben wir noch nie was gekriegt bei mir in der Sendung. Gerlinde, schön, dass ihr da seid, Carlo. Danke. Zum Wohl. Zum Wohl. Hey. Ah, super. Also kann man sogar als Aperitif trinken. Ja. Überhaupt kein Problem. Genau. Gerade sehr gut. Jetzt im Sommer, wenn es schön warm ist. Herrliche Sache. Ja. Und ihr macht es am Samstagmittag, ist das euer Renner, oder? Ja, genau. Mittlerweile haben wir eine Stammkundschaft, also nur am Samstag, am Wochenende extra. Ja? Von der ganzen Region, von der ganzen Umgebung. Cocktail, ja. Genau. So, also wir haben das Gemüse ein bisschen angeschwitzt. Das machen wir einfach ein bisschen Fregola rein. Ja. Kleines bisschen weiter rösten. Der Carlo gibt einen Schuss Wein dazu. Richtig. Wir brauchen nicht allzu viel. Das reicht. Ja. Ich will noch was trinken, Carlo. Tüte zurück tun. Ja. Und die Fregola, die braucht auch nicht so viel Säure. Jetzt ein Risotto, den kann man eher auch ein bisschen mehr Wein reingeben, aber die Fregola sollte einfach ihr Aroma behalten, das sie durch das leichte Rösten bekommen hat. Und das wird durch zu viel Säure, sprich zu viel Wein, einfach weggenommen werden. Ja. Und dann lass mir das einfach ein bisschen verdunsten. Genau. Und dann kannst du hier mir dann mal so einen Schöpfer von der Brühe reingeben. Mhm. Wir haben jetzt eine Hühnerbrühe genommen, die finde ich einfach fein da dafür. Ja. Und wir haben auch das Fett extra dran gelassen, weil es war ein ganz tolles Huhn, wertvolles Huhn natürlich. Und das Fett ist natürlich auch Geschmacksträger. Ja. Soll ich? Ja, einfach schön. So, dass es knapp bedeckt ist. Ja. Wird einfach knapp bedeckt und dann unter gelegentlichem Rühren. Bei der Fregola spielt es keine Rolle, da kann man mehr rühren, aber beim Risotto, wenn man zu viel rührt, dann wird zu viel Stärke rausgerührt und dann wird der barzig. Ja. Fregola ist jetzt relativ unkompliziert, aber ganz wichtig auch hier, dass man die Brühe vorher heiß macht, ja, dass es gleich weiterkocht. Mhm. So, du kannst da schon mal ein bisschen, ich mach's mal ein bisschen höher und sobald es anfängt zu kochen, gehst du runter auf 6 und ganz langsam. Genau. Ganz langsam marschieren lassen. Dann können wir hier schon mal ein bisschen zusammenräumen und die Garnelen dann schon mal in Angriff nehmen. Und welches war meiner? Der. Der mittlere. Genau. Den muss unbedingt noch mal trinken, das ist köstlich. Und so schmeckt natürlich auch euer Eis. Vielleicht sogar noch besser. Ja? Wer weiß. Schauen wir natürlich jetzt auch schon mal ein bisschen vorbereitet, ja? Dann fürs Finale. Das sieht schon mal gut aus. Ihr habt mir noch nicht verraten, was ihr dabei habt. Bin ich sehr gespannt. Ja? So, da können wir ein bisschen runterdrehen. Dann hole ich schon mal den Botarga, unseren Hauptdarsteller. Ja? Und so sieht das Ganze aus. Mhm. Ja? Das heißt, was heißt Meeresche auf Italienisch? Mugine, oder? Mugine. Mugine. Ja. Und man sieht schon an der Größe, der ist wirklich von der Meeresche, also viel kleiner. Und wenn er vom Thunfisch ist, dann hast du natürlich einen großen. Riesig. Ja. Und der ist relativ trocken und natürlich sehr würzig, auch salzig, ganz klar. Und den hobelt man dann ganz am Schluss, raspt man den ein bisschen über das Gericht und nimmt den eher als Würze. Als Würze eigentlich, genau. Weil er ist sehr salzig.
Ja, klar. Ja, die Fischer, die haben dann also den Fisch verkauft, um Geld zu kriegen. Ja. Und den Botarga haben sie dann für sich behalten. Ja. Ja. Wir können jetzt hier schon mal die Dinger ein bisschen auseinandernehmen. Ja. Und zwar schauen wir mal, ob wir die mit Kopf kriegen. Ja. Also wie gesagt, den oberen Ring, Ring dran lassen. Ja. Nur das untere. Und das andere weg. Okay. Dann machen wir den Darm raus. Gut. Und dann tun wir uns die nachher ganz am Schluss schön braten und haben einfach noch mal ein bisschen dieses Meer-Feeling. Genau. Also so könnte man das machen. Soll ich? Ja, ihr könnt anfangen. Ja. Botarga steht bereit. Die Garnelen sind am Vorbereiten. Der Frigola Sada kocht. Und jetzt können wir beruhigt ein bisschen in die Pause gehen, in die Werbepause. Und sind dann wieder da und sehen, wie es weitergeht. Genau. Genau. So, können wir da ein bisschen gehen. So, wir sind wieder da und unser Frigola Sada natürlich schon fortgeschritten. Ein bisschen braucht er noch. Ihr könnt schon mal probieren. Ja. Carlo gibt dir gleich nochmal einen Löffel. Also wir haben jetzt einfach noch ein Lorbeerblatt reingetan und ein bisschen Salz, weil unser Fond eigentlich schon, also unser Hühnerfond war eigentlich schon sehr, sehr kräftig und sehr, sehr wohlschmeckend. Und dann braucht man natürlich hier noch viel weniger. Und das Gemüse gibt er dann auch, wenn es fortgeschritten im Garpunkt, gibt es einfach auch noch ein bisschen Geschmack ab. Und darum muss man einfach mit Salz ein bisschen vorsichtig sein. Und wir haben ja zum Schluss noch den Botarga, der ja auch relativ salzig ist. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Ja, genau. Sehr lecker. Aber ich glaube, es kommt ganz gut. Kannst du noch mal einen Schöpferbrühe reingeben? Mhm. Ja? Ja, ja. Und dann bleibt uns einfach Zeit, noch ein bisschen über eure Schokoladen- und Eismanufaktur zu sprechen. Ja? Ich meine, wie lange seid ihr jetzt schon in Ravensburg? Zwei Jahre, genau. Wir sind vor zwei Jahren herzogen. Haben in Aalen eine herkömmliche Eisdiele gehabt und haben da uns nur auf Eis spezialisiert. Und hier haben wir gesagt, da wollen wir unseren Traum verwirklichen. Im Sommer gutes Eis und im Winter Schokolade. Ausgemacht. Und habt ihr das erste Jahr schon so durchgezogen? Ja, oder habt ihr im ersten Jahr noch Zug gehabt im Winter? Nee. Nein. Wir haben das ganze Jahr auf, genau. Machen nur im Februar eine vierwöchige Pause eigentlich. Mhm. Und haben gesagt, na gut, im Sommer, wenn Eiszeit ist, ist einfach, das ist unser Hauptthema eigentlich, weil wir ja Profi beim Eis sind. Und im Winter wollte man eigentlich... Aber im Winter gibt es auch Eis, oder? Nein. Gar nichts. Wir überlegen es noch. Es könnte sein, wenn es sich tatsächlich schon so durchsetzt. Können Sie ein bisschen warm machen dann. Schokoladig. Oder Schokolade. Oder Schokolade, ja klar. Genau. Schokolade. Ich habe ja eh schon so viele verschiedene Schokoladensorten. Ja. Und jetzt ist natürlich meine Frage, was macht gutes Eis aus? Also sprich... Ihr habt ja, also es gibt ja Sorbet und Milchspeiseeis eigentlich. Ja, genau. Aber was ich auch schon gesehen habe, ist, dass auch ein Sorbet sehr, sehr cremig sein kann. Ja? Ja, und es entsteht einfach der Eindruck, es ist irgendwann Milch wie oder so. Wie Milcheis, drin. Ja. Woher kommt es? Gute Maschine. Da brauchst du natürlich eine hervorragend gute Eismaschine. Und die haben wir natürlich. Und klar, die Rezepturen machen es aus. Kuvertüre zum Beispiel, wenn du eine gute Kuvertüre hast. Wir verwenden grundsätzlich überhaupt kein Schokoladenpulver beim Eis, sondern nur hochwertige Kuvertüre. Genau. Ja. Immer im Naturbereich. Ja. Also kein Schokoladenpulver, gar nichts? Nein, gar nichts. Und darum schmeckt man bei euch eigentlich auch die einzelnen Schokosorten oder die Kakaobohne? Die Kakaobohne raus, ja. Genau. Also von Grund auf hochwertig, richtig. Aber nicht bio? Nein. Nein, muss eigentlich auch nicht unbedingt bio sein, weil es tatsächlich schon so ist. Wir verwenden zwei Sorten, eine französische Marke, die Valrhona, und wir haben die Felchlin von der Schweiz. Ja, genau, man weiß. Nehme ich auch für meine Sachen teilweise, also, ist einfach genial. Genial, genau. Carlo, seid doch so gut und schenk uns mal ein Glas Fermentino ein. Die Gläser stehen da hinten, dass wir da schon mal ein bisschen einen Geschmack bekommen. Klar, und es ist natürlich schon so, wenn du Schokoladenkuvertüren beim Eismacher verwenden kannst. Ich glaube, das ist das Höchste der Gefühle. Ja, klar, natürlich. Weil, wie gesagt, Schokoladenpulver ist Schokoladenpulver, aber Schokokuvertüre im Eis. Und dann haben wir natürlich auch eine ghanesische Schokolade. Wir haben die Maracaibo vom Felchlin. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir die was sagt, die Arriba. Ihr werbt ja auch mit dem veganen Eis. Richtig, oder? Richtig. Ja, gut, werben. Also bei den Sorbets oder beim. Ja. Ja. Da ist eigentlich nur Fruchtmark, Zucker und ein bisschen Zitrone oder was ganz drin. Ganz genau, Früchte. Ja? Und Wasser. Eben Früchte und Wasser, ganz genau. Und da kommt keine Milch, kein Ei, kein gar nichts rein. Das ist einfach Teil der Geschichte. Läuft das, oder? Absolut. Also wir sind erstaunt, wie viele Kunden es wirklich auch in Ravensburg gibt, die immer mehr auf vegan gehen. Ja, okay, aber mein Sorbet ist ja von Haus aus eigentlich vegan. Und wenn es sehr gut gemacht ist, dann ist da sowieso nichts anderes ganz drin. Genau, ganz genau. Und heute hat man halt einfach noch den Zusatz vegan. Richtig.
Richtig, und klar, spricht halt klar, damit auch klar, alle an, die ja, es brauchen. Die es brauchen und wollen, klar. Und beim Milcheis natürlich, klar, da haben wir natürlich besondere, also wir haben eigentlich unsere ganze Eisguschi sind alle unsere eigene Rezeptur. Also es gibt kein Standard-Vanille, es gibt keine Standard-Schokolade, es gibt kein Erdbeereis, kein Stracciatella, kein Amarena. Wir haben eine Himbeer-Mascarpone, wir haben ein Sambuca in Kaffee-Mascarpone, wir haben eine Himbeer-Ingwer-Limette, wir haben... Ja, was noch? Rhabarber-Schmand, Rhabarber-Erdbeer. Ich habe Vermentino. Ja, genau. Vermentino heißt es ja, oder? Vermentino. Mit B. Okay. Zum Wohl. Schön. Also, ein bisschen Einstimmung auf Sardinien für den nächsten Urlaub. Ja. Von Einleitung. Schön. Eben auch schön trocken und trotzdem ein bisschen fruchtig. Und einfach typisch sardisch und passt natürlich perfekt. Zur Fricola, ein bisschen zu dem Gerösteten, zum Bottarga natürlich und dann ein bisschen zum Gusto von der Garnele. Ja. Gut. Also ja, was habt ihr weiterhin vor? Ich meine, was sind eure Zukunftspläne? Also unsere Ziele vergrößern sind... Oder klein und fein. Klein und Qualität fein, behalten. Qualität, ja. Genau, regionale Produkte verwenden, sehr wichtig. Also ihr verwendet jetzt regionale Sahne und die Sachen. Genau. So wie so Joghurt, Bio-Joghurt, genau. Schmand, habt ihr in eurem Milchspeiseeis, ist da Ei drin? Nein, kein Ei. Grundsätzlich kein Ei. Nein, überhaupt nicht. Also es wird dann nur die Grundeismasse wird pasteurisiert? Richtig, also auf wie viel auf Grad? 80 Grad, 80 Grad hochgekocht, ganz genau. Und dann in der Maschine, das ist eine Maschine, oben wird pasteurisiert und unter wird gekühlt. Und die Hygiene spielt ja natürlich eine wahnsinnige Rolle, oder? Ja, genau. Absolut. Wird ja auch immer kontrolliert. Natürlich, klar, sicher. Und die sind immer ganz begeistert dann von uns, wie sauber es bei uns zugeht. So, da sind wir auch ganz stolz drauf. Ist jetzt fast soweit. Okay. Ja, ganz kleines bisschen noch. Lassen wir noch ein bisschen einkochen. Okay. Er saugt die Flüssigkeit noch ein bisschen auf. Und dann zum Schluss gehen wir natürlich mit ein bisschen frischem Fenchelgrün rein, weil wir haben ja viel Fenchel auch drin. Ja. Mhm. Und das macht dann einfach nochmal den frischen Geschmack aus. Braten unsere Garnelen. Und ganz zum Schluss wird natürlich der Bottarga drüber gehobelt und es kommt noch nicht klassisch wie beim Risotto ein Haufen Käse rein und Butter. Ja. Okay, wir machen das Ganze leichter. Ja. Binden tut es ja schon von Haus aus. Ja. Und wir machen einfach noch ein bisschen hochwertigstes Olivenöl mit rein und dann ist und das Ding wirklich, dann ist das Ding wirklich gut. Ja. Gut. So. Also das ist heiß, ja genau, kann man anfangen. Eben, und hier haben wir die Wildgarnelen. Ja. Ich habe vorher schon festgestellt, dass die von Haus aus schon einen ganz anderen Geruch haben. Ja, ist ganz klar, sind einfach Wildgarnelen. Und Wildgarnelen sind auch, also wenn Sie mal Wildgarnelen bekommen, nicht enttäuscht sein. Sie sind nicht so knackig im Biss, weil es einfach Wildgarnelen sind. Und das Fleisch ist ein bisschen weicher. Aber dafür haben sie halt ungleich mehr Aroma. Ja. Und salzen immer erst hinterher, genau, weil das würde sie von Haus aus ein bisschen zäh machen. Ne? Du hast sie nur gepfeffert, mehr nicht. Ja, gepfeffert und halt mit meinem Spezialgewürz ein bisschen behandelt und dann passt es. So, das können wir ein bisschen einreduzieren, genau. Du kannst vielleicht schon mal mit die Petersilie schon mal schneiden. Die muss gar nicht so wahnsinnig fein geschnitten sein, die glatte Petersilie. Ja. So, da haben wir unsere Pinzette. Das passt soweit. Dann können wir da noch ein bisschen mit Basilikum arbeiten, dann den reinzupfen. Ja, also. Beziehungsweise hier arbeiten wir ein bisschen mit Butter, weil es einfach vom Geschmack her natürlich sehr zuträglich ist. Ja, und braten die Garnele quasi in der aufschäumenden Butter, die leicht nussig wird dann. Und das kommt der Garnele sehr, sehr entgegen. Und uns dann eben auch. Ja. Sehr authentisch. Ein bisschen warten, bis die Butter aufschäumt. Ja. Und wenn man zuvor ein bisschen Öl, Olivenöl in dem Fall, oder ein anderes gutes Öl reintut und dann die Butter reingibt, ja, dann verbrennt die Butter nicht so schnell. Ja. Genau. Dann hat sie einen höheren Garpunkt, sage ich jetzt mal. Wenn Sie reine Butter nehmen, dann geht es sehr schnell, bis es verbrennt. So, die wird jetzt schon leicht braun und riecht schon nussig. Ja. Jetzt geben wir unsere Garnelen rein. Wie gesagt, die könnte man natürlich auch super jetzt so zu einem Tartar verarbeiten, ja, oder auch für Sushi hernehmen. Ja. Der schaut gut aus. Genau. Und da zupfen einfach die Dings ein bisschen rein. Und wir sind jetzt quasi hier schon im Finale. Das heißt, wir gehen noch mal ganz kurz in die Werbung, ja, machen unsere Garnelen fertig
Und danach gibt es ein Festival von Meeresfrüchten, Bottarga, Frigola Sarda. Ja. Und ich bin schon gespannt auf deine Eiskreation. Ja? Also bis in Kürze, würde ich sagen. Ja? Genau. Ja, passt. Okay, Das machen wir. So, Finale. Ja. Risotto bzw. Frigola Sarda ist soweit fertig. Machen wir jetzt noch den letzten Schliff. Carlo ist schon am Präsentieren seiner Eiskreationen. Wird ganz spannend. Ja, und wir beide machen jetzt die Sachen fertig. Also. Du darfst einfach ein ganz kleines bisschen, das haben wir hier zum Finish natürlich ein bisschen Fleur de Sel, also die Salzblume, das Beste vom Salz. Genau. Du kannst ein bisschen umdrehen dann. Und von der anderen Seite noch salzen. Ich mache den Frigola fertig. Wir haben ein bisschen Petersilie gehackt. Wie gesagt, glatte Petersilie muss man nicht so fein hacken. Dann haben wir ein bisschen Fenchelgrün, das wir noch mit reingeben. Ja, ja, heben wir uns ein bisschen für die Deko noch auf. Ja. So, das kommt jetzt drunter. Das Lorbeerblatt nehmen wir raus, das brauchen wir nicht mehr. Ja, und jetzt brauchen wir nur noch ein sehr gutes Olivenöl. Und dann nehme ich mein altbewährtes und einfach geniales Oli Divini, das göttliche Öl in Form von Limone. Wenn wir da einen kleinen Schuss mit drin haben, das kommt dem Ganzen auch sehr zugute. Und natürlich ein bisschen normales Olivenöl. Und hier nehmen wir kein Butter, also normales sage ich jetzt normal halt, aber schon ein gutes natürlich. Spanisches in dem Fall. Crossover. Sehr gut. So, und jetzt gibt es nochmal richtig schön Geschmack. Ja. Und wie gesagt, auch hier einfach ein bisschen reduzieren, auch mit dem Salz und mit den ganzen Sachen. Und die Zutaten mal zur Geltung kommen zu lassen. Einfach mal, um zu sehen, wie das dann auch richtig gut schmeckt. So, dann richten wir an. Also ich mach dir den Frigola drauf und du kannst oben drauf dann eine Garnele. Eine Garnele drauf. Genau. Also schön cremig muss er sein, duftet herrlich nach den Kräutern und Olivenöl. Und je nachdem, wie viel Gemüse sie reingeben, einfach ein herrlicher Hauptgang auch. Ja? Und ich mache jetzt das schnell fertig und dann kannst du gleich anfangen. Ja, genau. Und setzt die Garnele einfach mitten. In die Mitte. In die Mitte oben drauf, ein bisschen dekorativ. Genau. Warm wird es auch schon wieder. Ja. Das heißt, wir müssen dann gleich noch mal einen ordentlichen Schluck zu uns nehmen. Ja, schön schaut das aus. So, genau. Okay. So. Jetzt geht es ein bisschen drunter und drüber, so wie es halt ist in der Küche. Ja. Jetzt hier einfach ein bisschen von dem frischen Fenchelgrün drauf. Wie gesagt, wenn Sie Fenchel im Garten haben oder wilden Fenchel zur Verfügung, auf jeden Fall den nehmen. Ja? Und jetzt haben wir den Bottarga. Und gerieben sieht er dann so aus. Also der ist innen drin schön gelb. Ja? Ein Fischrogen. Und hat einfach einen zart, leichten, ja, fischigen Geschmack. Natürlich schmeckt nach Meer und ein bisschen salzig. Und vollendet das Ganze so sowohl farblich, auch geschmacklich vortrefflich. Ja? Sieht man schon. Mm, gut. Ja. Und du darfst schon mal das Besteck herrichten, Gerlinde. Ja. Was brauchen wir? Das? Ja, Messer und Gabel. Ja. So, also. Mugine. Bottarga di Mugine. Ja. Herrlich. Carlo, wie schaut's aus? Fast fertig. Sieht mittlerweile sehr gut aus. Was haben wir hier jetzt? Hier hast du Mango-Maracuja-Mascarpone. Mango-Maracuja-Mascarpone. Genau. Safran. Mm. Auf Basis von Milch und Sahne, frische Sahne. Genau. Und Schokolade, also auch im veganen Bereich. Also, also keine Sahne drin? Keine Sahne drin, keine kein Milch, Ei, gar kein nichts. Ei, gar okay. nichts, genau. Und das sind deine berühmten Schokoladendekore. Ja. Genau. Die sieht man auch bei uns in der Vitrine. Da sagst toll du, dass du der kreative Kopf bist, aber er ist ja wesentlich. Bei Schokolade eher. Bei Schokolade ja, ist er. Ja, bei Schokolade eher. Kein Thema. Also, dann vollende das noch schnell und dann probieren wir unseren Risotto vom Frigola und dann geht's ans Eis. Und die Kekse hier, was ist das? Das sind französische Biskuits aus Reims. Genau. Die verwenden wir grundsätzlich immer so zum im Eis ein bisschen variegieren. Und sind getränkt, oder? Sind getränkt mit verschiedenen Schnäpsen, Likören. Schön. Fertig? Wir wären fertig. Genau. Gut, siehst du. Bravo. Grazie. So, also, dann darfst du hier. Also, darf machen. Ja, genau, ganz schön. So, jetzt bin ich gespannt. Genau. Aber ich denke, es müsste wirklich schön sein und geschmacklich auch an Sardinien erinnern, oder? Ja. Aber du bist ja schon sehr lange weg, glaube ich. Gell? 20 Jahre mittlerweile. Aha. Genau.
Ja, man sieht, sie sind einfach ein bisschen weicher, aber haben halt einfach ein ganz tolles Aroma. Ja. Also unsere Gerichte sind hervorragend geworden, oder? Carlo, ja. Kannst du bestätigen? Ja. Köstlich. Das Eis ist mit Sicherheit auch köstlich, das werden wir uns nachher noch zu Gemüte führen. Mhm. Und in dem Fall verabschieden wir uns und hoffen, dass Sie nächstes Mal wieder mit dabei sind. Tschüss. Mhm.